Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ein neues Gewinnspiel auf dem Kanal. Und zuallererst, bevor wir auf das Gewinnspiel eingehen, möchte ich mich bei allen herzlich bedanken für 3000 Abonnenten. Mega, wir freuen uns riesig. Mal gucken, wo die Reise noch hingeht. Auch vielen Dank. 3000 Abos. Ich bin mir fehlen die Worte. Geil. Ja, Freunde, danke für die 3000 Abos auf YouTube. Küsse gehen raus. Zum Gewinnspiel. Was gibt es eigentlich zu gewinnen in diesem Video oder in diesem Gewinnspiel? Checkt das Ganze mal ab. Checkt auf jeden Fall auch mal die Webseite von dreamforest.de ab. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu dreamforest.de. Und zurzeit ist ein Sale auf der Webseite, also es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Geiles Board auf jeden Fall, richtig cool, schöne Shape und alles, lohnt sich auf jeden Fall, ist ein gutes Board, ich habe dazu auch ein Review gemacht, das Ganze ist leider noch nicht online, habe ich leider noch nicht geschafft hochzuladen und zu bearbeiten, habe ich zwar schon fertig, aber ich kann jetzt schon mal spoilern und sagen, schönes Board, auch hier Tucson, ist ein 8er Board, sieht man das nochmal, kann man gerade nicht sehen, ist ein 8er Board, normales Concave, ich glaube Medium Shape ist es, also gutes Board. Dazu gibt es aber auch noch ein Grip Tape, das Grip Tape kommt von uns und noch ein paar Sticker dazu. Und wie könnt ihr das Ganze gewinnen? Wir checken mal ab, Ganz einfach, ihr macht einen Fakey Olli. Das war's. Da kommt nicht noch mehr, da kommt nicht eine krasse Line, die ihr machen müsst oder so. Ein Fakey Olli, das war's. Fakey Olli. Im Flat machen. Ihr könnt den Fakey Olli auch in Treppen runter machen. Ihr könnt den Fakey Olli, weiß ich nicht, im Pool machen oder wo drauf ihr Bock habt. Ob das ein Fakey Olli, das Video ist aktuell. Also ja, das Ganze sendet ihr einfach auf Instagram mit dem Hashtag Elwood Challenge. Das Ganze ist unten in der Videobeschreibung nochmal drin, in den Kommentaren verlinkt und hier auch nochmal im Video, damit ihr wisst, was ihr als Hashtag nehmen sollt. Dazu verlinkt ihr mich einfach und let's go, das war's, ein Fakey Olli. Und wie lange habt ihr Zeit, das ganze Video zu machen? Wir haben uns dafür entschieden, dass wir 2 Wochen diesmal machen, nicht 3 Wochen. 3 Wochen waren nur wegen der Verlängerung. Deswegen 2 Wochen habt ihr Zeit, um das Ganze auf Instagram hochzuladen. Das ist in 2 Wochen der... Was ist in 2 Wochen? So. Und mein Kalender. Nicht der 7., das wäre der 14. Also 2 Wochen habt ihr Zeit, bis zum 14.03. habt ihr Zeit, uns das Ganze einzureichen. Dann werde ich mich darum kümmern, dass ich in der nächsten Zeit ein Video raushaue. Ich werde es nicht direkt Punkt am Sonntag rausholen oder auch nicht direkt Montag. Lasst mir ein bisschen Zeit mit der Bearbeitung und alles mit der Aufnehmerei. Und ich will auf jeden Fall auch keine Fehler machen und deswegen möchte ich mir da ein bisschen mehr Zeit verschaffen. Und das Ganze werde ich dann natürlich auch auf Instagram verkünden, so dass ihr dann immer up to date seid und Bescheid wisst. Ja, danke fürs Zuschauen. Jetzt kommt noch das High Five. Let's go. Geht raus, habt Spaß, geht skaten. Zeigt uns eure geilsten, coolsten Fakey Ollies, die ihr so auf Lager habt. Und ich bin gespannt, was zusammenkommt, was wir für Videos sehen. Wird bestimmt cool, auf jeden Fall. Ich freue mich und allen da draußen ganz, ganz viel Glück. Und hier nochmal zum Abschied. Das Dream Forest Board. Cooler Preis auf jeden Fall. Ich glaube, ich mache selber mit. Ich glaube, bei dem Preis, es würde auch schön hier noch tatsächlich schön an der Wand. Ich mache auch mit. Viel Spaß. High Five.
Skate for Happiness. Fahrt mehr miteinander anstatt gegeneinander. Und dann macht die Sache auch mehr Spaß. Wir haben alle dasselbe Ziel. Den Alltag vergessen, einfach eine gute Zeit zusammen haben. Das unterstützt euch gegenseitig und seid eine Gemeinschaft. Aus Liebe zum Skateboard, aus Spaß an der Freude. Skate for Happiness.